Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Hofbergbahn Reloaded. Wir waren letztes Mal bei den Schepsi stehen geblieben. Muss ich gleich nochmal gucken, wie es aussieht, was die noch alles brauchen. Voll, fast voll, fast voll. Drei grüne Mist und brauchen wir die Milch? Ja, auch vier Krümel. Okay, der Händler hat noch offen, da werden wir gleich noch was anderes machen. Ich muss nämlich noch was verkaufen. Am Feuerwehrmann. So. Haben wir jetzt alles? Oder hat er immer noch was zum Rumspackern hier? Ja, hier hat man ein bisschen was. Hier haben wir was. Ja. Weil er will das ja schon nicht so, wie ich das wollte. Mal hochgucken. Kann man auch mal pro vor machen. Hier ist jetzt das, das ging es hier weiter. Muss ich zurück, schon zurück. So. Die Runde verwurschen wir selber. Man den dann wieder im Innenradius ansetzen können. Moment, Moment, schwieriges Wort. Schwieriges Wort. Und wir fahren schief. So. Das haben wir. Und der Stern. So, was müssten wir alles durch haben eigentlich, rein theoretisch. So. Auf geht der gelbe Grünwagen. Wir haben noch den Fauxpas, den ich mir da geleistet habe, ein bisschen ausbessern. Weil er es irgendwie nicht so gecheckt hat. Mit dem Einzelnen und dem Gekrochen. Das sind halt Helfer. Das sind ja die KI-Helfer bei Schweins. Und dann muss ich ja schon hoch anrechnen, dass es die verbesserte Version als Skript gibt. Muss ich schon, weil da jemand mal ein bisschen eine Platte gemacht hat. Und jetzt mal hochschnipseln und dann können wir dann wieder in den Reiter rein. Hoffe ich doch mal. Das sieht ganz gut aus. Der scheint jetzt fertig. Okay, hier geht's weiter. Was geht? Hier haben wir so Opferbüsche. Mond ist aber wild, die wollten. So, Dali.
Wollte ich denn überhaupt dann machen, außer den Plattenwagen verkaufen? So fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Hier ist ja noch beschäftigt mit Einzelkrieg. Und mit 11.000 kriegt man keinen größeren Gruppe, dass das schneller geht. Noch haben wir den Schatz, den ich weiß, wo er ist, aber ich will es nicht verraten, also mache ich das so, damit ihr es nicht seht. Aber bis dahin habe ich noch ein bisschen was zu tun. So, jetzt aber hier. So, das sieht gut aus. Ja, Stanley, ist es nicht mehr. Mach was richtig, ich sag's dich im Guten. So, gucken, machst du, das sieht gut aus. So. Oh, nur bis 1000 hier wirklich nicht. Die wollte ich haben. No. So, Motor ein. Das Ding klingt auch völlig lustig. So. Haben wir hier alle Abschüsse mit hergebracht oder haben wir hier keinen Lab? Hier haben wir noch keinen Lab. Okay, also. Der Transportwagen. So. Ich sehe gerade gar nichts. Steigung außen und Stängel 5 ein. Nee. So, wir wegkehren. Jetzt haben wir es geschafft. So, und. Das ist ja bloß das Stück bis zum Händler. Da passt das schon. Weil das Stück muss weg. Weil das brauche ich nicht. Nehmen wir mit. Gucken wir jetzt kurz, ob jetzt wie Kanister. Nehmen wir mit 1-2 Kanister Lab. Jetzt haben wir alles 6. Gehen wir maximal bis auf 10 runter. Bleib hier. So. Mach mal voll die Dach im Teil. So. Wow. Was war das jetzt? Und zack. So. An. Und. So.
1, 2 und Anstrengen und R. Boah, das ist zu viel. So, jetzt wollen wir noch schnell Lab kaufen. Das kommt bei Farm Dingsbums. Lab, wo bist du? Ja, 20. Einmal. Zweimal. Aber viermal, dreimal. Viermal und fünfmal. So. Aber gekauft. Lass mich raus hier. Und wir werfen falsche Taste. Oder kannst du nur einsammeln. So. So fällt das am Kopf und das ist schön so. So. Sind drei haben wir schon drauf. So, und jetzt das. So, haben wir geladen. Oha, sieht ein bisschen putzig aus. So, jetzt geht's ab wieder zum Scharfschein. Entschuldigung, aber irgendwie kratzt mich das im Hals. Ich hoffe mal, dass es nichts Ernstes ist. So ein normales Kratzen. Vielleicht zu wenig getrunken oder was weiß der Geier. So, gucken wir mal, kippen. Die Webcam-Seite vorne ist gut. Mal gucken, ob das hier rausrutscht. So. Gut. Rutscht da raus. Ne, Mist. Schade, schade, schade. So, müssen wir mal hier hopsala. Jetzt wird er irgendwie doch immer rausgefallen. Oder habe ich ihn vergessen aufzuladen. So. So, kannst du eins. So, der steht.
Das können wir nicht zählen. Das fällt so eher. Aber ich kann wieder mal nicht zählen. Lumps einmal. Zweimal. Dreimal. Und ups, so. Stellen wir hier hin. So, eins. Wäre umgefallen, plus das gilt. Ist ihr guter Schnitt. Also, so wie viel im Greifen ist. So, machen wir das mit so, 30 Liter. Das ist auch relativ sparsam. So, da war es nur noch einer. Dann fahren wir die Pritsche in die Garage, wenn sie, also, Garage ist vielleicht falsch ausgedrückt worden. So, da steht er wieder. Gut geschnipst war der. So. So. So, jetzt wollen wir hier mal gucken, wie das mit unserem, na, sag schon, mit unserem Rotkohl aussieht. Es fehlen noch 21 Setzlinge, die noch sprießen müssen. Bestimmt auch 21 und 21. Du machst, das ist ja schon mal vorteilhaft, sagst du. So. Hier muss ich mal rum hier. So. Okay. So, warum schon muss das fest, ne? Nico bringen. Mit das brauchen wir ja leider, ja passt da kein Bohrer durch. Passt die rein, den 1000 Liter. Irgendwo sind da. Ist doch mal was. So, und 39 Liter. So. Das
sind 4%. Bam, bam. 3%. Das ist mal 100. 7. Boah. Ich gucke doch mal im Shop, da ist was. Vom Dingsbums, die drin, ne. Du warst. Wo ist die Kategorie? Nee. Ich blind. Oh, ah, hier. Form als Rüstung. Das sind 1000 Liter, passen rein. Ah, ja. 1000 Liter passen da rein. Gut zu wissen. 40 haben wir schon drin, da fehlen ja bloß noch. Sehen wir die Hälfte. Aber ich komme zum Ende mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann den Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.